Herzlich willkommen bei BFC TV, das Urgestein unseres BFC Dynamo im Kader. 26 Jahre im Kader des BFC Dynamo bzw. im Verein. Kevin Sommer, unser Schlussmann, herzlich willkommen, Kevin. Martin, grüß dich. Ja, ich könnte jetzt ganz gemein fragen, 67 Spiele, kein Tor geschossen, woran liegt's? Na klar, du stehst ja drin und verhinderst, daher völlig klar. Stellenbeschreibung muss man sich natürlich auch durchlesen, daher völlig klar. Aber Spaß beiseite. 67 Spiele hast du aktuell absolviert, für 50 wirst du heute vom Sonderzug Pankow ausgezeichnet. Wenn du so zurückblickst, die vergangenen Jahre, du hast oftmals auf der Bank gesessen, du hast den Sprung über die U23 zur ersten geschafft. Deine eigene Entwicklung, wenn du die zurückblickend beobachtest, wie würdest du die bewerten? Ja gut, du hast es schon richtig beschrieben. Ja. Also ich habe den Weg damals über die A-Jugend in die erste Männer rein, dann mit der U23 da meine Spielpraxis gesammelt, aber nie so den Anschluss verloren an die erste, bin immer dran geblieben. Und ich glaube, da liegt auch der Schlüssel drin. Ja. Also niemals aufzugeben und immer irgendwo seine Chance zu wahren. Wenn ich ein Training mache, mache ich es bei 100% und alles, was ich mache für den Fußball, mache ich mit 100%. Und ich bin der Überzeugung, wenn man lange genug dranbleibt, wird man auch irgendwann belohnt. So war es jetzt wieder dieses Jahr und ich freue mich natürlich sehr über die 67 Spiele. Hoffe natürlich, dass da noch einige bei rumkommen. Bin jetzt 33 und ja, Torhüter spielen hat man ja am Wochenende gesehen, auch mal bis 41. Ja, Peter Shilton soll ja sogar noch älter gewesen sein in England. Also als Torhüter sind da durchaus noch ein paar Jahre möglich. Wenn du zurückblickst auf die Zeit, Bernhard Händel, Stefan Flauder, wie viel hast du von den Leuten auch mitnehmen können und gelernt? Ja, natürlich einiges. Man nimmt sich von jedem Torhüter so ein bisschen was mit. Ist jetzt nichts Spezielles, was man von irgendeinem, wo ich jetzt sage, das habe ich mir da rausgepickt oder so. Aber man guckt sich natürlich dort die Leute an und versucht auch, das eine oder andere da mitzunehmen. Aber grundsätzlich habe ich, denke ich mal, meinen eigenen Weg gemacht und bin auch mein eigener Charakter geworden. Geprägt haben mich damals, muss ich ganz ehrlich sagen, das war Motsche damals und auch Bodo. Das waren die beiden, die mich überhaupt geprägt haben. Deswegen sage ich auch immer, wenn sich jemand mit mir unterhält, ich bin noch einer von der alten Garde. Auch von meinem Charakter, auch von meinem Typen her, wie ich auf dem Platz bin. Und die haben mir am meisten mitgegeben. Und von dem Rest kann ich jetzt nicht so sagen, der hat mir das, der hat mir das. Man nimmt von jedem was mit, aber ich denke, jeder muss irgendwo auch seinen eigenen Weg gehen. Motsche, alias Niko Tomaszewski, 2.6. hier im Sportforum, die BFC Allstars gegen den aktuellen Regionalliga-Kader. Und natürlich bei den Allstars dabei, unter anderem Niko Tomaszewski. Freust du dich auf so einen Termin, dass er nochmal ins Tor geht? Ja, na klar. Also sowas ist immer was Feines hier bei uns im Verein. Da sieht man, wie auch die alten Spieler dort gepflegt werden, die Kontakte. Und es ist eine tolle Veranstaltung für uns alle. Ja, Wiedersehen gibt es dann auch mit alten Kumpels wie Matthias Steinborn, Kevin Gutsche, Christian Preis, David Schimmelfähnig. Also wirklich aus den letzten 20, 25 Jahren BFC-Geschichte. Publikumslieblinge, Pokalhelden. Ich denke, eine tolle Sache. Und 10 Euro Eintritt sind gut investiertes Geld, oder? Definitiv. Ja, also vielleicht sogar unter Flutlicht hier im heute sonnigen Sportforum und kommen aber ins Hier und Jetzt zurück. 50 Pflichtspiele, Auszeichnung durch den Sonderzug Pankow. Herzlichen Glückwunsch, Kevin. Vielen Dank. Kevin, vielen Dank im Namen des Sonderzug Pankow für 50 Pflichtspiele und viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank. Vielen Dank, Dankeschön. Ja, Martin, du musst dich leider mal berichten, mein Lieber. Seit 1995 im Verein, jetzt hast du mir wieder 2 Jahre gezuppt und sind 28, nur das was auch dabei behalten, nicht dass der nächste, der schenkst du mir noch ein Jahr oben Ruf oder was. Also wir sind bei 28. Ja, gut, Trio hätte mich früher auch einfach korrigiert, alles absolut korrekt und vielen Dank für den Hinweis. Sehr gerne. Also sind 2 Jahre mehr, wir korrigieren uns also 28 Jahre und behaupten das Gegenteil. Vielen Dank, Kevin, und damit zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Ciao, ciao.